Ja, das ist übrigens ein normaler Gegner. Und wie ihr seht, kriegt auch Chris so nach und nach seine Erinnerung halt wieder. Scheint also etwas Schlimmes vorgefallen zu sein, weswegen er die Erinnerung auch erst verloren hat. Daneben. So, jetzt fangen die Gegner auch an, sich aufzulösen. Auch anders als Zombies, weil es halt auch ein komplett anderer Virus ist. Sie beide bleiben hier und kümmern sich um die Verwundeten. HQ, hier Alpha Team. Vier von uns sind jetzt auf Route 9. Da gibt es hier noch ein Emblem irgendwo rein, zufällig. Scheint nicht so. Dann gehen wir weiter. Ja, hier haben wir ein bisschen Munition. Die Waffe haben wir nachgeladen. Dann geht's hier weiter. Feind gesichtet! In Deckung! Ich will nicht, dass jemand vorrückt. Ah, die mutieren auch, je nachdem, wo man sie jetzt trifft. Ich benutze jetzt doch lieber erstmal die Waffe hier, damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Mit einer Handfeuerwaffe gegen mehrere Gegner auf einmal ist doch ein bisschen ja, schwierig. Außerdem ist die auch ein bisschen schneller gemacht und man sieht auch ein bisschen mehr Schaden. Okay. Also die sterben mir doch noch ein bisschen schnell, aber ist das okay? Aber soll uns recht sein. Den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Aber die stehen viel zu schnell auf. Furchtbar mit denen. Aber wir haben gut Granaten. Vielleicht nutzen wir mal den Zeit hier. Ja, dann gehen wir hier rein. Jemand zu Hause. Da haben wir Fähigkeitspunkte. Hier haben wir auch Fähigkeitspunkte. Oh, ein Emblem. Können wir das zufälligerweise messen? Sorry, ich muss mal irgendwas trinken. Dann drücken wir mal Pause. So, gleich viel besser. Dann gehen wir weiter nach oben hin. Wow. Haben wir hier noch was in der Ecke? Nein, dann gehen wir hier weiter rein. HQ an Alpha. Hier zufälligerweise ein Emblem? Nein. Ah, gut so. Das ist weniger gut. Und schnell drauf da. Na, wo ist er? Da. Ich hoffe, wir haben nicht so Munitionsprobleme später wie bei Leon. Weil da das bei Chris später noch so richtig Action ist. Also man merkt so schon, dass das hier wesentlich aggressiver wird. Dann habe ich Angst, dass ich später keine Munition mehr habe und dann stehen wir ganz schön scheiße da. Ich glaube, da kommt einer raus.
Scheiße! Ja. Mann, verloren! Boah. Bravo an HQ. Wir neutralisieren mit Charlie-Team Feinde bei Herz 4. Ach, es gibt schwere Verluste. Gut, tot. Und der hat... Ach, er hat nicht mal was fein gelassen. Das ist ein Arsch, ey. Aber ihr seht, die mutieren an verschiedenen Stellen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Arm abschießt, dann macht er sich daraus ein Schild. Oder wenn beide Arme weg sind, habt ihr dieses Schild. Oh, ja, dieses fette Mutanten wieder. Ach komm, du darfst doch sterben, Alter. Ja, fuck. Fuck, fuck, fuck. Alter, das Vieh macht sogar Schaden, ey. Ja, lauf einfach rein. Kann nicht mit leben. So, wir wechseln auf die Waffe, mit der haben wir fast keine Munition mehr. Ah, erschreck mich doch nicht so. Wo kommt denn der her? Gut, machen wir mal auf das Teil. Ah, hier haben wir noch ein paar Kisten mit Munition sogar. Ja, die Kräuter lassen wir erstmal Kräuter sein. Wir haben nämlich noch genug und wir haben glaube ich sogar. Ne, wir haben kein Heilspray. Egal, wir machen trotzdem das Beste daraus. Und den packen wir uns jetzt von hinten. Adios! Seid der den nicht wirklich abgeschossen, Alter? Hätten wir uns so schön ausschalten können, mit Sicherheit. Das ist so ungewöhnlich ruhig. HQ an Alpha Team. Das Wohngebäude, das vor Ihnen liegt, ist das Peak Ass. Dort werden die UN-Mitarbeiter als Geiseln festgehalten. Befreien Sie sie. Ich weiß gerade nicht, wo die Gegner sind und ich weiß auch nicht, wie wir hier weiterkommen, aber wir können hier hochklettern. Nehmen wir dann hier rüber. Und dann können wir da rauf. Dankeschön. Ja. Problem. Nein. Ich glaube, bei Chris finde ich das auch wesentlich schwieriger, die Embleme zu finden, genauso wie bei den anderen Szenarien. Bei Leon ist das doch recht einfach. Also meine Erfahrung jetzt kann ja von Spieler zu Spieler Charlie unterschiedlich sein. Wir haben uns formiert und warten auf Befehle. Bei Karo 3 läuft es nicht besonders gut. Sie werden da gebraucht. Verstanden. Lauter Fähigkeitspunkte. Ich kann Munition vertragen, Leute. Ne, guck mal, die können sogar miteinander kommunizieren hier. Die Schweine. Komm ich da irgendwie rauf? Ja, kommt. Ihr könnt doch schon runterkommen, ja. Ja, geht alles schön drauf. Warum war da gerade kein Freund, ja? Na? Das war cool. Aber lässt da was liegen? Ach, Fähigkeitspunkte. Leute, ich brauche Munition. Fähigkeitspunkte könnt ihr erstmal behalten. Interessant.
Wir müssen da lang. Also gehe ich mal davon aus, dass wir hier. Ah, okay. Hui! Na, klasse! Einfach drücken, einfach hier drücken. Der Körper scheint sich noch zu erinnern. Hey, Pils, ich hab hier ein kleines Problem. Was macht jetzt ganz tolle Aua? Also zum Glück könnt ihr genauso gut ziehen wie ich. Ah, jetzt hängt an meine Nase hier zu wirken. Also zum Glück kann ich das hier gerade mit einer Hand machen. Einfach rüber. Aua. So, und da bin ich. Ah, Munition. Ich brauche Ihre Hilfe. Kommen Sie so schnell wie möglich her. Ach, noch mehr Munition. Da. Sie beide gehen zum Peak Ass. Verstanden. Peak Ass, unser Ziel. Dort werden wir hingehen. Werden wir nämlich. Ui. Das wüsste ich auch gern. Kein Problem, Captain. Aber auch das erfährt man in der Story später, woher die ganzen Leute hier kommen. Irgendwer läuft hier noch rum mit seinem Patschefüllchen hier. Ah, nicht rückwärts. Ich wollte eigentlich seinen Kopf zermalen. Ah, der erste fliegende Gegner. Ich glaube, wir geben auch mehr Fähigkeitspunkte als fliegenden. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, cool. Schön getroffen. Okay. Alpha muss Peak Ass verlassen. Können Sie sie unterstützen? Verstanden. Machen uns von Handgeschoss im Weg, um zu helfen. Bleib mir ja weg mit deinem mutierten Arm da. Yeah. Alter, von meinen Augen mutiert. Geht da. Ich höre hier immer noch wen. Ich glaube, der steht da oben. Die, der fliegt hier oben, deswegen. Ah, widerlich. Und falls euch auffällt, dieser Virus, mit dem wir es zu tun haben, der ist so insektenmäßig. Würde auch einiges erklären, was man bei Leon gesehen hat am Ende. Aber da möchte ich nicht so spoilern, falls jemand erst ab diesem Let's Play, also ab dieser Folge zuschaut, weil der Leon letzten Kapitel Bossgegner sei nur. Schnupper da mal rein, Kollege. Da fliegt noch einer. Na komm, stirb. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir überhaupt dahin und wo müssen wir überhaupt hin? Ah, hier rüber. Alles klar. Jump! Ah, da haben wir Pierce. Haben wir hier noch irgendwo was rumfließen? Jemand von dort ist er gekommen. Vielleicht hat er hier noch was Schnickes liegen lassen. Naja, da sind Kisten. Das finde ich echt scheiße, dass die KI hier nicht selber die Kisten aufmachen kann. Also, die hätten das wenigstens machen können, dass sie auf ihren eigenen Routen die Kisten mitnehmen, damit man wenigstens dort die Munition kriegen kann oder sowas. Das ist das ein. Hallo, meine Hübsche.
ist jetzt die Frage, kriege ich dich von dir? Ich will dich nämlich haben. Ha! Wer sagt denn? Geht klar! Dann gehen wir mal weiter. So, wie lang? HQ an Alpha Team. Sie haben Peak Art fast erreicht. Wollen wir mal sehen, was so ein Virus hier alles anrichten kann, ey. Und das Geile ist, wir selber, also jetzt als Chris, haben wir überhaupt keinen Plan, was hier eigentlich gerade abgeht, weil wir uns hier nicht erinnern. Eine Panzerfaust? Bravo an HQ! Wir haben hier ernste Probleme! Ich glaube, wir schaffen es nicht rechtzeitig zu Alpha! Hier HQ, verstanden. Bleib wohl nur noch wir beide. Oh Gott. Ah, das war doch recht gut eingesetzt, finde ich jetzt. Okay, der ist down. Gehen wir mal weiter. Ah, in der Hinterlinie.